Was ist das? Jemand Neues? Unmöglich. Zur Futterzeit bringen sie nur Verwandte und welche aus dem Clan. Ich quäle mich selbst. Ihr seid ein Traum von fremden Gesichtern und offenen Türen. Nein. Nein, könnt ihr nicht. Es ist nichts übrig. Es sind der Körper und die Hoffnung. Und beide verwandeln sich. Sie kommen. Sie kotzen. Sie schänden und sie singen. Sie schreien. Ah, wie sie schreien. Dann kommt die Veränderung. Ich konnte mir nur wünschen, dass sie Laryn zuerst nahm. Ich wünschte es mir, damit ich verschont blieb. Aber ich musste zusehen. Bei der Veränderung zusehen. Wie erträgt man das? Wie ertrug Branka das? Was man sie tun lässt, was sie für ihre Aufgabe halten. Und Branka, ich habe sie geliebt, konnte sie jedoch nicht umstimmen. Ihr vergeben. Aber nein, man kann ihr nicht vergeben. Nicht für das, was sie getan hat, was aus ihr geworden ist. Ich werde nicht von ihr reden, von dem, was sie getan hat oder was aus uns geworden ist. Ich werde mich nicht verändern. Ich werde nicht zu dem werden, was ich gesehen habe. Nicht zu Laryn, nicht zu Branka. Sie war besessen. So lautet das Wort, doch es ist nicht stark genug. Gesegneter Stein. In ihr war nichts mehr. Nur noch der Amboss. Wir wollten fliehen, aber sie haben uns gefunden. Sie nahmen uns alle und verwandelten uns. Onamar, ich dachte, es wäre längst zu Staub zerfallen. Yeah!
Die Männer töten sie. Das ist eine Gnade. Sie wollen die Frauen berühren, verformen, verändern, bis in dir nur noch sie sind. Sie musste unsere Freunde essen, ihrem Ehemann das Gesicht abziehen und sein Blut trinken. Und während sie aß, wuchs sie. Sie schwoll an, wurde grau und roch dann so wie sie. Sie haben sie zu ihresgleichen gemacht. Und dann machte sie mehr von ihnen. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Gut, Mutter. Kommen Sie. Darum hassen Sie uns. Darum brauchen Sie uns. Deshalb nehmen Sie uns mit und füttern uns. Aber die wahre Abscheulichkeit besteht darin, dass jemand das zugelassen hat.
Branka, meine Geliebte. Der Stein hat mich bestraft, Traumfreund. Ich sterbe an etwas, das schlimmer ist als der Tod. Verrat. Wenn Branka irgendwo ist, dann hier. Und sie ist bestimmt vorbereitet. Was war das? Ich will ganz offen sein. Meine Toleranz für sozialen Status ist mittlerweile ausgesprochen begrenzt. Hoffentlich stört euch das nicht. Da rasier mir doch einer den Rücken und nenne mich Elf! Branka? Ein Stein, ich habe dich kaum wiedererkannt. Ogryn, irgendwann musstest du ja hierher finden. Hoffentlich findest du möglichst bald auch den Weg zurück. Und wie soll ich euch ansprechen? Söldner des letzten kleinen Lords, der nach mir suchen ließ? Oder seid ihr nur einer, der Ogryns Bierfahne ertragen kann? Zeig Respekt, Frau! Du redest mit einem grauen Wächter. Ah, er ist also ein wichtiger Botenjunge. Dann ist vermutlich was Schlimmes passiert. Ist Andrin tot? Würde mich nicht wundern. Er war schon ein wenig klapprig. Was habt ihr mit all dem zu tun? Warum interessiert sich eine Oberflächlerin für Zwergenpolitik? Ihr müsst einen Gönner haben. In hoher Position. Und der muss etwas Bestimmtes wollen. Nun, was könnte das wohl sein? Ich sage euch dasselbe wie allen, die dachten, ich könnte sie zum König machen. Von mir aus soll die Versammlung einen besoffenen Affen auf den Thron setzen, weil unser Beschützer, unsere große Erfindung, wegen der unsere Armeen von der ganzen Welt beneidet wurden, derselben dunklen Brut in die Hände fiel, die sie eigentlich bekämpfen sollte. Der Amboss der Leere, dessen Hilfe die Ahnen eine Golem-Armee geschaffen haben, die den allerersten Erzdämon besiegt hat. Er ist hier in der Nähe. Ich kann ihn förmlich riechen. Der Amboss befindet sich hinter einer Reihe von Fallen, die Carradine selbst entworfen hat. Meine Leute und ich haben Leib und Seele dafür geopfert, ihre Geheimnisse zu lüften. Das ist wichtig. Das ist von Bedeutung. Habe ich Erfolg, hilft das dem ganzen Zwergenvolk. Könige und Politik, das ist alles vergänglich. Ich habe alles aufgegeben und werde alles opfern, um den Amboss der Leere zu bekommen. Ich werde nicht aufgeben. Sein Vermächtnis, sein gesamtes Wissen liegt dort. Und ich werde es bekommen. Es gibt nur einen Ausweg, Wächter. Nach vorne. Durch Carradines Labyrinth. Dahin, wo der Amboss wartet. Was hat dieser Ort bloß aus dir gemacht? Ich habe ein Mädchen geheiratet, das einen schon nach einer Minute mit ihrer Brillanz beeindruckt hat. Ich bin dein Paragon.